Ein Jahr lang im Pflegeheim arbeiten. Verpflichtend für alle jungen Menschen. Ist das gerecht? Also ich selber würde auch ein soziales Jahr machen, deswegen. Aber ich glaube, da gibt es viele, die das nicht wollen würden. Ich arbeite 5-mal die Woche von 9 bis 16, 17 Uhr und werde dafür bezahlt, also als wenn ich einen Minijob machen würde. In diesem Video erfährst du, was PolitikerInnen sich von einem sozialen Jahr erhoffen, was es wirklich bringen könnte und warum gerade soziale Einrichtungen dagegen sind. Das da ist René, er ist 19 und er macht gerade ein freiwilliges soziales Jahr im Pflegeheim Lutherstift. Heute steht ein Gedächtnistraining mit den BewohnerInnen an. So, schön, dass ihr schon da seid. Fangen wir hiermit an. Erstmal zum Aufwärmen. Und Sie sagen mir einfach die Begriffe, die Sie finden, die zum Herbst passen. Zum Herbst passt zum Beispiel die Apfelernte. Ja. Noch ein? Kartoffeln. Kürbis. Ja. Erntedankfest, genau. Kerzenlicht. Kerzenlicht, genau. Regenjacke. Regenjacke, genau. Den Schirm haben wir auch. So eine Gedächtnisübung ist nur eine der Aufgaben, die René hier Tag für Tag übernimmt. Er ist einer von 3 FSJlern im Lutherstift und einer von etwa 53.000 in ganz Deutschland. Die arbeiten in ganz unterschiedlichen sozialen Einrichtungen. Für Renés Arbeit sind die BewohnerInnen des Heims sehr dankbar. Sie sind eine große Hilfe. Personalmangel ist ganz, ganz furchtbar. Dabei, wir haben jetzt aber freundlich und lacht. Ja, das macht viel aus, wenn einer so brummig ist. Ja. Nee. Das ist unsere Nee. Und genau dieses Herzliche ist eines der Argumente für einen sozialen Pflichtdienst. So kommt man nämlich auch mal aus seiner sozialen Bubble raus, sagen BefürworterInnen. Und manche sehen darin natürlich auch eine Entlastung für die Pflegekräfte. Ich kann natürlich nicht selbst die Bewohner pflegen, aber ich finde einfach, dass es die auch erleichtert, das Personal. Dass sie einfach wissen, dass da noch jemand da ist, der beim Mittagessen hilft, mit den Bewohnern redet, mit denen rausgeht und so. Und das allerwichtigste Argument derjenigen, die ein soziales Pflichtjahr wollen. Ein Gesellschaftsjahr, davon bin ich überzeugt, der selbst ja auch gedient hat, verhilft vielen, wichtige Erfahrungen zu bekommen, sich besser zu orientieren. Diese Erfahrung hat auch René gemacht, der jetzt schon seit über einem Jahr im Pflegeheim arbeitet. Haben Sie René von Anfang an mitbekommen? Wir kennen von Anfang an. Wir waren auch sehr schnell im tiefen Gespräch. Schön. Und haben Sie eine Entwicklung bei ihm erlebt? Ja, natürlich. Und das war mir auch von Anfang an klar. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass es eine Schulung fürs Leben ist. Empfindest du auch so, René? Ja. Ganz am Anfang habe ich sofort gemerkt, als ich hier auch einfach angefangen habe, dass ich nicht wirklich selbstbewusst bin, nicht wirklich weiß, wie ich mit Menschen umgehe und so. Und halt, wenn man Tag für Tag mit Menschen arbeitet, deren Dankbarkeit sieht, einfach Spaß dann hat, dann entwickelt das einfach einen der Persönlichkeit extremst und vor allem extremst ins Positive. Ja, und deswegen kann ich auch nur sagen, dass es echt eine große Wandlung war. Vom Anfang jetzt bis jetzt hin. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein FSJ gemacht oder würdet ihr eins machen? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Okay, also bisher finden das FSJ ja alle super. Dann kann man es ja eigentlich auch zur Pflicht machen, oder? Das haben wir die Chefin vom Lutherstift gefragt und ihre Antwort hat uns eher überrascht. Soziales Pflichtjahr, ja oder nein? Nein. Also ich halte nichts von einem sozialen Pflichtjahr. Ich denke, Menschen, die sich auseinandersetzen sollen mit dem Bereich, tun dies am besten freiwillig. Ich glaube, aus der Pflicht heraus hat es keinen Mehrwert für die Einrichtung und auch nicht für die Menschen, um die es geht. Und wir schaffen einen Arbeitsaufwand, der unangemessen hoch ist und von den Einrichtungen an der Basis nicht zu tragen ist. Denn es gab in Deutschland ja schon mal einen Pflichtdienst. Das haben ja bestimmt einige auch noch mitbekommen. Damit wir trotzdem alle auf dem gleichen Stand sind, ein kurzer Rückblick. In der Bundesrepublik Deutschland wurde 1961 eine Wehrpflicht eingeführt. Das bedeutete, alle jungen Männer ab 18 mussten zum Bund. Aber im Gegensatz zu früheren Wehrpflichten hatten alle auch das Recht zu verweigern. In dem Fall mussten sie stattdessen in einem Seniorenheim, Krankenhaus oder in einer anderen sozialen Einrichtung arbeiten. Die Wehrpflicht und damit auch den Zivildienst gab es bis 2011. Andrea Jäger hat noch so einige Zivis mitbekommen. Also wir hatten wirklich Zivildienstleistende, die ganz toll waren, aber wir hatten mindestens genauso viele, wo man gemerkt hat, die sitzen einfach nur ihre Zeit ab und versuchen halt, sich irgendwie durchzulavieren und sich viel den Dingen entzogen haben und wo halt ja kein Mehrwert bei rauskam. Und ich denke, dass sich das auch in der heutigen Zeit genauso ähnlich niederschlagen wird. Anders sehen das übrigens die meisten Deutschen. Fast 2/3 sind für ein soziales Pflichtjahr. Seid ihr dafür oder dagegen? Schreibt uns das in die Kommentare.
Wir haben uns dazu auch in Berlin auf der Straße umgehört. Ja, super. Also unterstütze ich auf jeden Fall. Ich glaube, als Berufsorientierung oder allgemein Vision, wo soll es hingehen, ist das sehr, sehr wertvoll. Ich selber würde auch ein soziales Jahr machen, deswegen. Aber ich glaube, da gibt es viele, die das nicht wollen würden. Ich finde, dass wenn etwas sein muss, dann es ist nicht so produktiv für alle Leute. Und es kann gesehen als etwas Langweiliges. Und man macht es nicht mit einem guten Gefühl, sondern nur als Zwang. Bedeutet das also, Pflicht ist gleich Arbeitsverweigerung? Die Sozial- und Wohlfahrtsverbände sind übrigens gegen ein Pflichtjahr. Die Diakonie sagt zum Beispiel: Freiwilliges Engagement ist eine wichtige Säule der Zivilgesellschaft und zentral für unsere Demokratie. Besser als eine Dienstpflicht und dringend notwendig wären weitere Anreize und bessere Rahmenbedingungen, damit eine freiwillige Entscheidung für ein soziales Engagement noch breiter möglich wird. Wer dafür bezahlt? Also als wenn ich einen Minijob machen würde. Und das bedeutet dann eben auch, dass es sich viele gar nicht leisten können, ein FSJ einzulegen. Und daran wird der jetzige Plan der Bundesregierung wahrscheinlich auch nicht so viel ändern. Wir werden durch die Ausstellung eines einheitlichen freiwilligen Dienstausweis für alle Freiwilligen die Voraussetzungen für Vergünstigungen verbessern. Dass aus dem Freiwilligen ein Pflichtdienst gemacht wird, ist im Moment übrigens sehr unwahrscheinlich. Denn alle Koalitionsparteien haben sich dagegen geäußert. René hat seine Entscheidung für ein FSJ übrigens nicht bereut, im Gegenteil. Mir war interessant zu wissen, wie hat dir denn die Arbeit mit uns gefallen? Ich muss sagen, am Anfang, wie gesagt, musste ich erstmal reinkommen. Aber ich denke, so nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, das kommt auch einfach deswegen, weil sie alle halt Dankbarkeit zeigen, immer lächeln und so. Und deswegen hat es mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut sogar. Ein ganzes Jahr im sozialen Dienst der Gesellschaft. Das kann extrem bereichernd sein, wie wir bei René und den BewohnerInnen vom Lutherstift gesehen haben. Aber die Erfahrung mit dem Zivildienst zeigt eben auch, dass sich wirkliches soziales Engagement eben nicht erzwingen lässt. Wie seht ihr das? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann empfehle ich euch das hier und vergesst auch nicht, ein Abo dazulassen.